Viele Generäle des Ersten Weltkriegs hatten überhaupt keine Ahnung von den tödlichen Technologien des 20. Jahrhunderts. Wiederum andere gingen auf dem Schlachtfeld geradezu auf im Kampf für Unabhängigkeit und Ehre. Sie wollten kämpfen, koste es, was es wolle. Das zeigte sich besonders im August vor 100 Jahren und blieb während des Krieges ein bestehendes Problem. Denn diese Motivation forderte das Leben von Millionen Soldaten. Mein Name ist Christoph, herzlich willkommen. Wie sah es zum Beginn der Woche aus? Die Österreicher drangen immer weiter in Serbien ein. Die Deutschen kamen Warschau immer näher und belagerten gleichzeitig die Verteidigungslinie der Belgier. Die Franzosen hatten bereits ihre erste Offensive organisiert, bevor sie sich allerdings gleich wieder zurückziehen mussten. Und die Briten transportierten mehr als 100.000 Soldaten auf das europäische Festland. Was ihr heute sehen werdet, ist, dass die moderne Artillerie, also die Maschinengewehre und die Eisenbahn, die so schnell wie nie tausende Soldaten von A nach B transportieren konnten, zusammen mit den alten Feldtaktiken des vergangenen Jahrhunderts zu einer Katastrophe führen werden. Gerade in dieser Woche entwickelte sich diese fatale Mischung zu einem regelrechten Blutbad. Die Franzosen hatten einen Schlachtplan, Plan 17. Plan 17 sah vor, die eigene Verteidigung an der Grenze zu Deutschland aufzurüsten und, falls sich die Gelegenheit bietet, eine Gegenoffensive auf Deutschland und möglicherweise auch auf Belgien zu starten. Das Ding war, dass die französische Armee immer noch im 19. Jahrhundert feststeckte. Mit ihren leuchtenden Uniformen zogen sie in den Krieg, Offiziere saßen auf ihren Pferden und fuchtelten mit ihren Säbeln herum. Und die Standardtaktik sah vor, eine riesige Soldatenmasse aufs offene Feld marschieren zu lassen, so wie es eben immer gewesen war. Oberst Serré, der Vorkriegsmilitärbeamte der Franzosen in Berlin, hatte seinen Landsleuten schon des Öfteren die Vorzüge von dunklen und unauffälligen Uniformen erklärt. Sie würden helfen, sich vor den Gegnern möglichst unsichtbar zu machen, was ja gerade damals wichtiger wurde, denn durch die moderne Artillerie konnte der Krieg ja aus der Distanz geführt werden. Aber Serré wurde ignoriert und so kam, was kommen musste. Am 20. August wurde die französische Armee in ihren bunten Uniformen auf geradezu vernichtende Weise von den Deutschen in Mörchingen besiegt. An diesem Ort hatten die Deutschen einen recht hochgelegenen Stützpunkt, von dem aus man kilometerweit sehen konnte. Und so waren die 40.000 Franzosen in ihren strahlenden roten und blauen Uniformen wirklich kaum zu übersehen. Die Deutschen mähten die Franzosen praktisch nieder. Tausende starben, mehr als 20.000 wurden gefangen genommen und die Überlebenden mussten sich weit hinter die Grenzen des Heimatlandes zurückziehen. Am darauffolgenden Tag bereitete die französische Armee eine weitere Offensive vor, diesmal im Ardennerwald. Der französische Oberbefehlshaber Joseph Joffre, der in diesen Tagen fast schon als französischer Diktator rüberkam, hatte den vollen Durchblick. Joffre war durchaus beliebt in Frankreich und später sogar bekannt als Papa Joffre, hatte bis dato allerdings noch nie das Kommando über eine Armee gehabt, geschweige denn in irgendeiner Art und Weise mit Soldaten zusammengearbeitet. Am 22. August griffen die Franzosen im tiefsten Nebel Wirten an, gleich hinter der belgischen Grenze. Als sich der Nebel plötzlich lichtete, saßen die Franzosen wie auf dem Präsentierteller vor der deutschen Armee. Was daraufhin passierte, könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Eine kleine Information am Rande. Französische Feldordnungen besagten, dass man sich 50 Meter in 20 Sekunden bewegen kann, bevor der Feind nachladen konnte. Leider versäumten diese Verordnungen die Existenz von Maschinengewehren. Die Schlacht in Würten war also eine Katastrophe für die Franzosen. Sie wurden desillusioniert. Ein Drittel ihrer Truppen verloren die Franzosen in Bellefontaine. Noch schlimmer war es in Rossignol, als die französischen Truppen auf einer engen Straße eingekesselt wurden. Die deutschen Truppen waren ohnehin gut stationiert und besiegten die Franzosen mit Leichtigkeit. Und sogar die Hauptarmee der Franzosen im Westen war gezwungen, sich in Charleroi zurückzuziehen, bevor auch sie umstellt worden wären. An nur einem Tag, am 22. August, verloren die Franzosen 27.000 Soldaten. Noch mehr waren verletzt, verschollen oder von den Gegnern gefangen genommen worden. Es war der größte Verlust einer Nation während des gesamten Ersten Weltkriegs. Ende August mussten die Franzosen 75.000 tote Soldaten und 200.000 Verletzte und Gefangene beklagen. Davon hat sich Frankreich nie wieder gänzlich erholt. Bemerkenswert also, dass sie sich überhaupt wieder aufraffen und in den Krieg ziehen konnten. Das Problem der Deutschen hingegen lag eigentlich nicht in der zeitgenössischen Entwicklung. Sie hatten den Kontakt zur Realität verloren.
Es war lediglich guter Glaube, dass die Offiziere ein passendes Training und Kriegsverständnis hatten. Der deutsche Führungsstab, hauptsächlich Oberbefehlshaber von Moltke, hatte den Befehl gegeben, mit einem Angriff auf die Russen zu warten, bis die Franzosen im Westen besiegt waren. Der deutsche General von François allerdings hatte eigene Pläne, nutzte eine für ihn günstige Gelegenheit und griff am 17. August gegen seine offiziellen Befehle an. Viele Zivilisten starben und rund 3000 Russen wurden gefangen genommen. François, zugegeben ein ironischer Name, wurde in Luxemburg geboren. Sein Vater war ein preußischer General. François selbst war nicht bereit, preußisches Territorium abzugeben. Zitat: General François wird abziehen, wenn er die Russen besiegt hat. François glaubte, dass obgleich die Russen zahlenmäßig überlegen waren, die Deutschen waffentechnische Vorteile hatten, die die Russen nicht ausgleichen konnten. So überredete er seinen Vorgesetzten von Prittwitz, ebenfalls gegen die Befehle von Moltke zu verstoßen und gegen die Russen vorzugehen. Und so kam es am 20. August zu der Schlacht bei Gumbinnen. Der deutsche Angriff war allerdings ein absoluter Fehlschlag. François und seine Soldaten mussten sich zurückziehen, Tausende von ihnen starben und 6000 Soldaten gerieten in russische Gefangenschaft. Verständlich also, dass Moltke und Prittwitz nach dieser Niederlage nervös wurden. Vielleicht könnte die russische Armee Berlin bedrohen? Prittwitz zog sich ganze 150 Kilometer ins Innenland zurück, überließ Ostpreußen also den Russen und Moltke verschob mehrere Truppen von der französischen an die russische Front. Aber dennoch, wenn wir zurück auf die deutsche Armee an der französischen Front schauen, schien es, als ob der Schliefenplan der Deutschen aufging. Sie wollten die stark beschützte deutsch-französische Grenze umgehen und durch Belgien und Nordfrankreich marschieren, um die Franzosen zu besiegen. In nur 6 Wochen. Danach sollte der Fokus auf Russland liegen. Moltkes Idee, Truppen von der französischen Front an die russische zu schicken, war also vielleicht nicht die beste Idee. Am 20. August nahmen die deutschen Truppen Brüssel ein. Seit Paris 1870 war das 1914 die erste europäische Hauptstadt, die von ausländischen Truppen besetzt wurde. Aber um diesen Konflikt zwischen veralteter und unabhängiger Kriegsführung wirklich zu sehen, müssen wir uns die Situation am Balkan anschauen. Mitte August hatte sich die österreichische Armee an der Ostküste des Flusses Drina aufgestellt und begann, nach Serbien vorzurücken. Die Österreicher lernten jedoch ziemlich schnell, dass die Serben ihr Kriegshandwerk verstanden und die österreichische Armee hoffnungslos veraltet war. Die Serben nutzten Handgranaten, Waffen, die die Österreicher nie zuvor gesehen hatten und ihnen eine Heidenangst einjagten. Der österreichische General Oskar Potiorek war nicht interessiert an Waffenballistik und modernen Geschützen. Eine Fußvolkkoordination existierte für ihn praktisch gar nicht. Erinnert ihr euch, dass der Erzherzog Franz Ferdinand in einem Auto erschossen wurde? Potiorek saß damals mit ihm im Wagen und er war es, der für die stümperhafte Sicherheit des Thronfolgers verantwortlich war. Und wie viele andere Militärbeamte hatte auch er als Karriereoffizier noch nie auf dem Kriegsfeld gestanden. Am 15. August griff die österreichische Armee den Berg Zer an, ein verteidigtes Plateau ungefähr 30 Kilometer östlich vom Drina. Klettern war für die Österreicher ein Hindernis und sie mussten viel Artillerie zurücklassen. Bis sie das Plateau erreichten, war es bereits Nacht und es regnete unerbittlich. Als sich die Österreicher schlafen legten, griffen die Serben an und eröffneten das Feuer. Bis sich die Österreicher überhaupt erst sammeln konnten, waren die meisten Offiziere bereits tot und der Kampf Mann gegen Mann ging bis in die frühen Morgenstunden. Mit der Morgendämmerung kam bereits die serbische Verstärkung und Artillerie und zwangen die Österreicher zum Rückzug. Am 20. August wichen alle Überlebenden der Schlacht von Zer zurück nach Bosnien. Am Abend des 24. August war kein Österreicher mehr auf serbischem Boden. Außer 4.500 Gefangenen der Serben, 28.000 Soldaten waren gestorben. Am Ende dieser Woche etablierten sich also die Deutschen im Westen und mussten im Osten zurückweichen. Was sich aber besonders zeigte, war, dass fast eine Generation französischer Männer sterben musste, weil ihre Oberbefehlshaber einer napoleonischen Fantasie nachhingen. Und das Österreich-Ungarische Reich mit seinen inkompetenten Offizieren, seinen veralteten Technologien und Ideen von einem kleinen Balkanland gedemütigt wurde. In den nächsten 4 Jahren wird die Kriegsführung praktisch aus der Vergangenheit der 1870er Jahre in die Zukunft von 1940 katapultiert. Der Tod wird tausende Soldaten treffen, vom Himmel, zur See, unter Wasser und auf dem Land und sogar unter Land. Die Denkweise der Männer, die diese Soldaten in den Tod führten, verändert sich nur sehr langsam. Und bevor sie mit moderner Taktik und Technologie in Berührung kommen würden, werden bereits 10 Millionen Menschen tot sein.
Wir sind jetzt schon einige Folgen lang mitten im Geschehen des Ersten Weltkriegs. Wenn ihr wissen wollt, wie es überhaupt dazu kommen konnte, klickt hier, um unser dreiteiliges Special zur Vorgeschichte des Krieges zu sehen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns in den Kommentaren. Bis dann. Bleibt dran.